kennst du das auch, dich morgens gerade mal richtig strecken zu wollen? Vielleicht merkst du dann auch, dass vorne die Brustmuskulatur ordentlich zieht, dass du das Gefühl hast, verkürzt zu sein. Wir möchten dir 3 Top-Übungen mitgeben, damit du diesen Bereich richtig schön aufdehnen kannst und deine Haltung unterstützen kannst. Die erste Übung für die Brustmuskulatur zeigt Daniel dir jetzt, und zwar ist das die Dehnung an der Wand oder an der Tür. Wir zeigen es jetzt hier an der Wand. Und zwar stellst du dich so hin, dass dein Arm circa einen 90-Grad-Winkel bildet. Du kannst mit dem Winkel dann auch etwas spielen, dass du den Arm etwas höher hebst, den Winkel etwas vergrößerst. Der Brustmuskel ist ein sehr großer Muskel mit verschiedenen Faserverläufen, und deswegen ist es auch sinnvoll, das in mehreren Winkeln zu praktizieren. Was du jetzt machst, ist, dass du deinen Körper dabei aufrichtest und jetzt den Körper von der Wand wegdrehst, sodass du ein Dehnungsgefühl im Bereich der Brustmuskulatur hast. Du kannst das mit einem angewinkelten Arm machen, aber auch mit ausgestrecktem Arm. Die Dehnung solltest du circa 30 bis 60 Sekunden beibehalten und am besten beide Seiten dehnen. Die zweite Übung für die Brustmuskulatur ist im Sitz. Und zwar ist es auch hier wieder ein sehr schöner Dehnungsimpuls für den ganzen vorderen Brustbereich. Der Bereich, der halt oft gerade bei Schreibtischtätern verkürzt ist, und den ganzen Schultergürtel und den Kopf nach vorne ziehen. Du setzt dich hin in eine Art Liegestuhlposition, das heißt, die Füße sind beide aufgestellt. Du stützt dich hinten mit deinen Händen ab, wie Daniel das jetzt zeigt. Die Hände sind circa hüftbreit aufgestellt. Du bringst den Arm möglichst nah an den Körper ran, sodass die Ellenbogen auch nach hinten zeigen und nicht zur Seite hin wegknicken. Und was du jetzt machst, ist, dass du dein Brustbein nach vorn und oben durchstreckst, bis du einen Dehnimpuls in dem vorderen Brustbereich spürst. Wichtig ist, das Atmen dabei nicht zu vergessen. Und diese Dehnung hältst du ca. 30 bis 60 Sekunden und lässt dann wieder nach. Als kleiner Hinweis, was manchmal passiert, dadurch, dass der Bereich jetzt um das Schlüsselbein etwas enger gemacht wird, dass die Arme ein bisschen anfangen zu kribbeln oder taub zu werden. Wenn das zu intensiv wird, dann guck, dass du die Position nochmal veränderst, das nicht ganz so intensiv machst. Die dritte und letzte Übung, die wir dir heute mitgeben möchten, ist die sogenannte Dreh-Dehn-Lagerung. Diese hat den Vorteil, dass es nicht nur eine Wohltat für den Brustmuskel ist, sondern auch eine Mobilisierung für die Wirbelsäule und eine Dehnung für den Gesäßmuskel. Du legst dich flach auf den Rücken, würdest die beiden Beine ausstrecken. Dann nimmst du in diesem Fall jetzt den linken Arm nach schräg oben und greifst mit deiner anderen Hand zu deinem linken Bein rüber und bringst das Bein zur gegenüberliegenden Seite rüber, bis du eine Dehnung über die gesamte Diagonale verspürst. Die Intensität kannst du natürlich anpassen, je nachdem, wie weit du dein Bein mit rüberziehst. Manchmal knackt es dann auch in der Wirbelsäule. Da musst du dir keine Sorgen machen, dass es dann einfach durch diese Verdrehungsposition, dass sich ein Wirbel deblockiert. Die Dehnung solltest du ca. 30 bis 60 Sekunden beibehalten und natürlich die Dehnung auf der anderen Seite wiederholen. Mit diesen 3 Übungen kannst du ganz effektiv und einfach deine Brustmuskulatur aufdehnen und deine Haltung auch damit unterstützen. Und in der Videobeschreibung findest du auch nochmal ein Hilfsmittel, um einfach deiner Muskulatur etwas Gutes zu tun.